everybody knows that you're just an asshole. Everywhere that you go, people wanna go home. Everybody knows, so don't pretend to be nice. There's no place you can hide. You are just an asshole. Everyone knows, everyone knows. Thanks for support, asshole. Bibbidi-Babbidi, Bobson Gaming, Blue Sun Catcher, ja, Blind Commentary, weiß ich wie vierte, ja, ihr seht richtig, der liebe Alter, ihr 3295, er war ja ein bisschen eifersüchtig, das zeigt, der Liebe ist, aber er ist wahrscheinlich auch ein ganz Lieber, der Paul, hat mir ein Gameplay geschickt, hat gesagt, Blue, verdammte Scheiße, jetzt macht er da mal ein Blind Commentary. Ich glaube, der Junge hat mich 100-mal angeschrieben, hat unter meine Videos geraged und er hat ja recht, ich hab's ihm versprochen, ich mach's sofort und jetzt sind irgendwie 2 Wochen ins Land gegangen. Egal, ich mach's jetzt. Wir spielen natürlich Artifact Assault Competitive. Man kennt die Spieler auf der PC-Community und Paul stirbt hier erstmal standesgemäß wie ein Lappen. Er entscheidet sich, heute mal zu attacken, beziehungsweise das macht Paulchen in letzter Zeit häufiger, dass er attacken geht. Er hat einfach die Schnauze voll vom Defenden, ja. Er wurde ja quasi gesalbt als einer der besten Defender auf dem PC und ja, das passiert, wenn Papa nicht zu Hause ist. Ja, da tanzt die Kinder auf den Tisch und schon steht dann 1-0 für den Gegner, der hier irgendwie Lucky Squad, aber Paul juckt das einfach nicht. Ne, ich weiß nicht, was Noki da macht. Macht einen auf Distractor, yo. Und Paul ist gewiped. Ich glaube, das war's. Yo, Shield Teleport hätte ihm in dieser Situation nicht so viel gebracht. Auch wenn er sich für den Spider-Man hält. Ah! Hier konnte er nicht sein strategisches Netz weben, um den Gegner auszuspielen. Um hier mal irgendwie einen Übergang zu finden. Ja, dieses Knife habe ich jetzt gerade nicht so kapiert. Müsst euch irgendwie... Ja, schönes Early Shield. Ist, also, sorry, da wollte ich gerade was anfangen. Dann bringt Paul eine richtig geile Aktion. Ja, netter Pullback. Ja, meine Güte, das willst du machen. Das ist bestimmt Robin. 3, 2, 1. Und... Ja, er ist so laggy, er wird einfach nicht mehr angezeigt. Nee, ich wollte gerade sagen, dieses Knife von Paul war nicht so gut. Ne? Ich halte ja große Stücke auf ihn. Also ich finde ihn, er gehört schon zu den besten Spielern auf dem PC. Da ist immer Obacht angesagt, wenn so ein alter ihr 3295 im gegnerischen Team ist, weil der hat's echt drauf. Der ist nicht nur vom Gameplay super, sondern er hat eine unglaubliche Spielintelligenz. Das habe ich bei ganz wenigen Spielern erlebt, die so eine Spielintelligenz Auffassung haben. Hier wird er leider geknifed. Ja, da wirst du geariat, gegankt, würde man jetzt sagen, in MOBA-Rollenspiel quasi. Er wird eingekesselt, gesandwiched und dann war es das. Ja, aber er ist jetzt hier schon zweimal gut rausgekommen. Ich weiß nicht, ob Silent Death angreifen geht, weil er ist ja eigentlich immer ein Profi zu behaupten, dass gegnerische Teams zu dritt defenden, aber dabei ist er selber ein Defender. Aber egal, so viel dazu. Paul denkt sich natürlich, klar, was bleibt mir anderes übrig? Steht 1-0, ich muss jetzt hier den Tag retten. Schönes Knife, achten wir mal, was das für Knives sind. Ja, er spielt mit Cooldown-Knives, ist immer ganz clever als Attacker, so dass du schnell wieder dein Knife hast. Oh, der Defender dachte, ich mach mal einen Portkill an Paul und das lässt der Paul nicht mit sich machen. Jetzt wurde er geknifed. Noctus ist auf dem Support da. Ja, der Defender macht einen geiles Fail-Running. 3, 2, 1, komm, Paul, du hast gleich die Smoke. Der Escort ist da. Da will jemand random like eine O-Smoke droppen. Nicht mit Paul, nicht mit Paul. Es war auch ein Wipe, glaube ich. Aber Paul hat es geschafft und hat dabei noch seine Smoke. Das heißt, es kann jetzt gleich weitergehen quasi. Das Draw ist real, ja. Und jetzt geht's. Jetzt muss wieder abgeliefert werden, hier die Führung rauszuholen. Ich sehe gerade, Noctus greift an. Ich dachte erst irgendwie, das wäre so eine Spaßaktion. Aber nee. Auch der Noctus, der ja sonst immer sehr gerne verteidigt. By the way, ist auch ein ganz Lieber. Also manchmal. Und ja, der geht anscheinend hier auch mit Paul tacken. Paul hat jetzt seine Boosts bekommen. Das ist immer recht geil für einen Attacker, weil jetzt weiß er auch feuerfrei. Ah, hier sind sich noch nicht ganz sicher, ob der Tag gerettet ist. Jo, das ist auch wichtig. Das ist kein U-Turning. Viele Leute sagen immer, der ist ge-U-Turned. Nein! Mann, man spricht mit seinem Team und man hört ja sein Team und wenn die Defense schon so, scheiße, als Attacker automatisch fragst du, Leute, alles klar. Jo, kriegen wir. Oh, nice. Fick dich. Wer denn mit Teleport backspielt, gehört sowieso gebitch-slap. Und das hat Paul hier eindrucksvoll bewiesen, dass er das kann. Hat er schön gemacht, schön ausgespielt, 2 Defender. Und
Ja, was nun? Psyche steht gut, allerdings ist die Stelle ja prädestiniert, dass man da geneift und gekillt wird. Schönes Knife, da setzt Paul gleich nochmal einen drauf, hinterläuft ihm, das ist clever. Jetzt könnte er gleich geneift werden, das weiß er auch, das weiß der liebe Paul. Ah, was macht er? Ja, gut. Na, das ist auch schon mal passiert, dass man vom gegnerischen... Oh, Höchststrafe, vom gegnerischen Attacker noch gesmoked oder geneift wird, aber... Paul macht es safe, die Führung, allerdings, che cosa de light, sweetie, was erlauben light, sweetie, spielen wie Flasche leer in die Defense, spielen wie Flasche leer. Ja, also es wurde wieder gedrawt vom gegnerischen Team und, ja, Paul, es fällt schon auf, ne, wenn man sich so andere Gameplays anguckt, der ist so ein Early-Knifer. Oh, jetzt habe ich wieder ein Wort geschaffen hier für unsere Consoleros, die sich wieder über irgendwelche Nichtigkeiten aufregen wollen, aber... Hier, ganz easy, ganz lässig, der Paul. Springt er am Safe-Score vorbei. Junge, wenn du das im Tourney gegen mich machst, Alter, ich lade das sowas von hoch, wenn ich dich da in diesem Haystack ficke. Also, übt das mal noch ein bisschen. Ja, da sieht man auch ein alter ihr 3295, der Hochgesalbte macht auch Fehler. Ja, da geht er ins Freerunning-Duell. Silent Death oder Robin haben den typischen Pullback nicht bekommen, das ist schön. Ne, man kann ja nicht alles, durch Pullback wegmachen. Ich weiß jetzt gar nicht, warum dieses Video hier hakt. Alter, wieso hakt denn das Video? Ich werde irre. Ja, keine Ahnung. Sagen wir FPS-Drops. Und ja, Gelo Cool hat ihn sich genüsslich gegönnt. Sieht man, ne? Auf jeder Seite hat man so einen Italiener in der Defense. Ist nicht so ganz optimal, weil man sieht, die Scores purzeln hier, ne? Also Catanacho ist anders, meine lieben Freunde. Für alle, die nicht wissen, was das ist, Video anhalten, Wikipedia und hoffentlich ein wenig schlauer sein. Ja. Line Defense, wie sie im Lehrbuch steht, schlägt man das Wort Line Defense im Duden auf, sieht man da eine Fratze von Gelo Cool. Dafür ist er bekannt, wenn er nicht viel kann in Artefakt, aber Line Defense hat der Typ echt drauf. Ja. Also, es ist auch immer so ein Virus, gegen den anzugreifen. Virus, Quatsch, so eine Plage ist es. Der Line Defense eben sein ganzes Leben. Schönes Knife, ich dachte, du nimmst den anderen Defender, jetzt wirst du geknifed, droppst die Smoke, na klar. Der Defender ist nicht dumm, der fällt nicht auf den Trick drauf rein. Noki wird wahrscheinlich standesgemäß geaerialt. Nein, standesgemäß wäre falsch, aber in dem Fall war es standesgemäß. Schönes Freerunning-Duell, jetzt musst du aufpassen. Ja, na ja, klar. Ist sicher, war legit, oder? Also, war legit. War jetzt kein Pullback, Paul, du warst einfach nur zu schlecht. Ah nee, ey, ficken war schlecht, jetzt mal ganz ehrlich. Aber gut, Paulchen macht wieder, ja, ich weiß nicht, was das gerade für ein Knife war. Warte, was war da denn los, mein Jung? Na nu, jetzt ist aber hier die Scheiße am Dampfen. Na los, Digga, jetzt liefern wir hier was ab. Ja, der Defender geht nicht auf den Grab-Kill, manche sind da ziemlich greedy und denken, ey, geil, ich krieg einen Grab. Ja, schönes Fail-Running vom Defender hier in den Haystack. Jetzt geht's ins Free-Running-Duell, hat er gut predicted, aber schlecht umgesetzt, das ist immer... Nur die halbe Miete, kommt jetzt das Shield. Ah! Ach, Paul, da warst du eigentlich im Vorteil. Hattest eigentlich schon die Hälfte im Sack? Ja, die Katze war im Sack, aber sie ist dir noch irgendwie rausgesprungen und hat dir einen ins Gesicht gegeben. Ja. Ja, Robin hat das Artefakt. Das juckt Paul wenig, weil er weiß, ja, unsere Defense kriegt das schön. Und Noctus hat das Artefakt und das sieht so aus, als ob er durchporten würde. Jetzt liegt es an Paul. Was macht er? Geht er auf Support oder holt er sich das andere Artefakt? Oder geht er auf Rebound? Es sieht so aus. Ja, Rebound, nee. Oh, komm, Paul, ich will, dass du ihn fixst. Oh, du aber nicht so. Oh. Hashtag LOL? Ah, er hat keinen Auftrag bekommen, er hat keinen Auftrag bekommen. Super, das meine ich, diese Spielintelligenz, dieses Umschalten von Scheiße, es ist was passiert. Aktion, Reaktion, Paul hat sofort gezeigt, ich habe hier Aktion, Reaktion. Jetzt chillt er natürlich, weil alle wie die Begasten in die Base rennen. Vielleicht solltest du auf Shield wechseln. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich das Knife. Wer ist das? Wer wird da jetzt gekillt? Joe Carries, naja gut, Montagen machen 1A, Osmoke werfen 6 plus mit Marienkäfer. Es steht 5 zu 3, es ist auf jeden Fall ein scoriges Spiel, wenn man das so sagen darf. 8 Artefakte wurden gescored, das ist toll, die Smoke habe ich jetzt nicht so verstanden. Ich glaube, Paul hat sich auch in dem Moment gedacht, war vielleicht nicht so die beste Idee von mir. Und aber es juckt ihn eben nicht. Es juckt ihn nicht, weil er hat Boost-Cooldowns. Schauen wir mal drauf. 35 Sekunden, dann hat er wieder seine Smoke und dann geht er ab. Ne?
Was erlauben Light Sweetie? Ja, Light Sweetie bekommen den Kiel. Man legen sich nicht an mit Light Sweetie Mafia. Light Sweetie Mafia! Für alle die jetzt wissen, was ich eigentlich gemeint habe. Schönes Knife, eigentlich war der hinter dem Kasten Paul, aber Paul gönnt sich dann ab und zu auch mal so kleine Mini-Legs. Das hat der Paul einfach drauf, das ist so eine Special-Perk von ihm. Ja, so um die Ecke knifen oder durch Häuser, das kann er ganz gut. Oh, kann man mir mal erklären, was hier los ist? Du willst einen Backport machen? Jemand wastet sein Shield dafür? Hashtag, war das worth? Alter, vor allem war es ein worth Gameplay. Ich sehe gerade, 5 Sekunden sind nur noch auf dem Tacho. Mann, ey, ich muss sagen, geiles Spiel, Paul. Hat er abgeliefert, Leute. Danke für dein Gameplay. Danke, dass du mir ein Attacker-Gameplay geschickt hast. Ich dachte schon, ich sehe jetzt hier Defense wie irgendwer verzweifelt an dir. Aber, schöne Runs, die du abgeliefert hast, war ein geiles Spiel. GG, auch ins gegnerische Team, hat halt nicht gereicht. Mal wieder gegen Paul. Tja, learn how to play. In diesem Sinne, haut rein. Ciao.